Jetzt geh ins Loch. Come on, come on. Es geht um die Ballposition. Gestern hat ein Schüler mich gefragt, Nuvon, wie ist es mit der Ballposition? Und ich konnte hören, wie er das gefragt hat. Er suchte einen besonderen Tipp, der alles besser machen wird. Aber ich musste ihn enttäuschen und vielleicht auch dich. Es gibt nicht einen perfekten oder perfekte Ballposition. Es ist so abhängig von vielen Faktoren. Okay, so wenn ein Golflehrer dir gesagt hat, spiel den Ball rechts von der Mitte, das ist richtig. Wenn sie dir gesagt hat, spiel ihn in der Mitte, auch richtig. Vorne im Stand kann auch wichtig und richtig sein. Das ist abhängig von deiner Technik. So, was ich immer meinen Schülern empfehle, ist die Ballposition einfach in der Mitte der Füße zu spielen. So, wenn du nicht sicher bist, spiel den Ball in der Mitte. Und dann mach deine Chip-Technik. Wenn dein Eintreffwinkel zu steil ist, dann ist es nicht gut, den Ball rechts von der Mitte zu spielen. Spiel den Ball lieber mittig oder leicht vorne im Stand. Automatisch wird dein Eintreffwinkel flacher und du wirst ihr den Boden nur fegen. Wenn aber du merkst, dass du toppst, ja, dann spiel den Ball ein bisschen rechts und belaste das Gewicht, also das linke Bein vorher, ein bisschen mehr als das rechte. Okay, so wenn du merkst, dass du die Bälle in der Aufwärtsbewegung triffst, spiel den Ball mittig oder leicht hinten im Stand, lehne den Schaft ruhig ein bisschen nach vorne und nehme und lass deinen Unterkörper etwas nach vorne gehen. So, die zwei Schläge waren nicht gut genug, oder Stefan? Ich mache den nächsten besser. Okay, so alle Ballpositionen sind richtig. Finde die Ballposition, was für dich am besten ist. Jetzt geh ins Loch. Come on, come on. Yes, 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 yes. Okay, es gibt keine richtige Ballposition. Es ist von deinem Spiel abhängig. Danke, bitte komm auf eine Golfreise mit mir in der Zukunft. Tschüss.